Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem Vlog von mir. Ihr habt mich schon etwas begleiten dürfen heute in meinem Tag. Was guckst du so, Smurfy? Hat schon geschlafen. Ich bin wieder seit 4 Uhr wach. Weil gestern Abend ist hier etwas passiert. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Also es war so, wir hatten den Kamin gestern Abend wieder laufen, wie jeden Tag und jeden Abend, weil wir heizen ja das ganze Haus mit dem Kamin, was auch wunderbar klappt. Und gestern, weiß ich auch nicht, in geistiger Umnachtung, habe ich noch eben schnell so ein Kohlebrikett draufgeworfen und ein bisschen Pappe, dass das so zündelt. Ich war todmüde, das war irgendwie so 8:30 oder so. Weil ich gestern auch um 4 Uhr wach geworden bin. Sorry. Und es war kalt. Also mir war kalt, weil ich halt so müde bin, dann ist mir immer kalt. Ich dachte, mache ich das noch eben drauf, dann kann das bis morgen früh halt durchglühen. Also bis heute Morgen. Ja, und dann sind wir ins Bett gegangen. Und als wir oben dann halt angekommen sind, da hat das voll gestunken da oben. Ne? So nach diesem Kohlebrikett. Das hat halt nicht richtig geglüht, so, das hat so total gequalmt, ne? Das war richtig doof und es hat richtig gestunken oben und dann haben wir richtig, also alles richtig, 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 dann haben wir Angst bekommen, dass wir so eine Kohlenmonoxidvergiftung oder wie auch immer das heißt bekommen, so Panik, obwohl wir ja hier so einen Melder haben, hier unten im Wohnzimmer. Und wir haben immer gesagt, wir holen noch einen zweiten für oben auch, aber haben wir jetzt halt noch nicht. Und ja, boah, Entschuldigung. Dann hat Bernd den von unten nach oben geholt, hat den da im Flur hingelegt und alles, alle Fenster auf oben, also wenn wir so Dachfenster, ne, alle aufgemacht auf schräge. Calvino wach geworden, weil wir bei ihm im Zimmer auch gelüftet haben, weil ich halt, ich hatte dann Angst einzuschlafen. Obwohl ich dann gegoogelt habe, wie das halt riecht oder ob man das merkt oder so. Und dann stand da halt, das riecht gar nicht. Man sieht es nicht, man riecht es nicht, man fühlt es nicht so. Ne? Und ich wusste nicht, soll mich das jetzt beruhigen oder macht mir das noch mehr Angst? Weil man hat ja definitiv was gerochen. Der Kohlenmonoxidmelder hat nichts gemeldet. Ne? Aber ja, es hat mich halt nicht beruhigt, dieser Gedanke, dass es geruchslos ist und dass man es nicht merkt und gar nichts. Da haben wir mit Fenster aufgeschlafen, das war so kalt. Ich entschuldige mich jetzt einfach nicht mehr fürs Gähnen. Das ist egal. Ja, habe ich mir noch eine Jacke drüber gezogen und so. Dann musste der Hund noch mal raus und dann war irgendwann 23 Uhr, bis wir dann endlich so zur Ruhe gekommen sind und bis ich dann eingeschlafen bin, also so müde war, dass ich diese Sorgen vergessen habe, ne? Und dann um 4 Uhr bin ich so wach geworden, so geblinzelt. Oh, du lebst noch. Oh ja, du lebst noch. Ja, gehört, atmet der Bernd noch, ne? Ja, okay, auch super. Bernd lebt auch. Und dann wollte ich am liebsten bei Calvino drüben gucken gehen. Hab mich aber zusammengerissen, hab gedacht, naja, komm, da wir beide leben, dann wird Calvino wohl auch noch leben. Weil der wäre ja sonst auch wieder wach geworden um 4 Uhr. Und der war ja auch schon spät abends nochmal wach, ne? Oh Mann, ey, das war actionreich. Und dann bin ich halt aufgestanden, direkt um 4 Uhr, habe mich fertig gemacht, war duschen und habe hier Brote gemacht für die Männer und alles, weil ich eigentlich dachte, dass ich heute um 9 Uhr den Laden aufschließen muss, weil Bernd irgendwie, oder ich habe es so verstanden, gesagt hat, er wollte nach Action, die machen um 9 Uhr auf, die haben so einen Weihnachtsbaum, einen künstlichen im Angebot für 30 Euro, der dann schon geschmückt ist und alles, den könnte er dann im Laden aufstellen, sagte er. Aber der ist bestimmt schnell ausverkauft, weil halt viele sowas haben wollen. Das ist ein ganz großer Baum, ne? Und deswegen wollte er halt pünktlich, wenn die aufmachen, dahin. Aber das ist erst ab morgen, weil morgen ist Mittwoch. Und das Angebot startet erst ab morgen. Und deswegen habe ich dann alles schon erledigt, weil ich dachte, dass ich den Laden aufschließen muss. Und ich muss noch 3 Videos schneiden. Die habe ich jetzt geschnitten. Das letzte lädt jetzt hoch. Gott sei Dank habe ich das jetzt fertig. Ich war ein bisschen faul die letzten Tage. Ja, egal. Und jetzt bin ich so müde. Ich mache jetzt, glaube ich, ein Schläfchen hier. Wenigstens ein halbes Stündchen geselle ich mich hier zum Smurfy dazu und chill ein bisschen.
Ja, das war natürlich heute Morgen voll kalt hier, 17 Grad, weil wir über Nacht hier alle Fenster auf hatten. Und was ich euch fragen wollte, die Daniela Heinrich hat mir gestern einen ganz lieben Kommentar geschrieben, weil ich hatte ja eine Zeit lang mit dem Handy jetzt gefilmt, dadurch, dass mein Laptop kaputt war und durch den Umzug und die Faulheit, weil ich habe, wenn ich mit der Kamera filme, dann muss ich den Laptop immer auch haben, natürlich, um die Videos zu schneiden und so. Und Ladegeräte und Akkus und so. Und das ist immer sehr viel Geschrümmel und Gerümpel, was man dann immer so bereit haben muss. Und dann in dem Umzug, das hat sich ja jetzt über mehrere Monate gezogen bei uns, habe ich gesagt, der Einfachheit halber filme ich mit dem Handy. Aber ich weiß natürlich, dass der Ton dementsprechend miserabel ist am Handy. Fürchterlich. Ich glaube auch, das Mikrofon ist kaputt an meinem Handy. Man hört jede Richtungswechsel von der Kamera und aber man hört nicht immer, was man sagt. Also wirklich, auch beim Schneiden der Videos habe ich oft einen Anfall bekommen. Und jetzt filme ich halt wieder mit der Kamera. Und deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt. Also es war gestern mit der Kamera gefilmt, das Video. Und heute und auch davor die Tage schon habe ich mit der Kamera gefilmt. Schreibt mir bitte, wie ist der Ton? Hört ihr mich gut? Wenn Bernd so durch den Raum läuft, dann redet der ja auch mal. Hört ihr das auch gut? Weil auf dem Handy war das oft, dass man das dann nicht gehört hat. Ich weiß das und es tut mir leid und ich danke euch, dass ihr trotzdem die Videos geschaut habt und noch hier seid. Und ja, ich gelobe Besserung. Ich filme jetzt mit der Kamera und ich hoffe, dass ihr mich alle hört. Ich habe jetzt kein externes Mikro auf der Kamera, habe ich aber da. Könnte ich auch drauf machen, wenn ihr das möchtet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich erzähle euch doch immer von unserem Lager, dass wir Krisenvorsorge betreiben und ja, halt Lebensmittel lagern. Und diese dort dann halt, wenn wir hier was brauchen, quasi einkaufen, in Anführungsstrichen. Und ich erzähle euch das immer nur, aber hab's euch noch nie gezeigt. Und gestern hat der Bernd diese Sachen alle mitgebracht aus dem Lager. Und die werde ich jetzt mal hier in unseren HWR einräumen, damit wir hier wieder was ein bisschen auf Vorrat haben. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Ja, so langsam füllt sich unser Regal. Ein bisschen Platz haben wir noch, aber das, was wir so, das Wichtigste, so, was wir brauchen, haben wir schon mal hier. Das ist ganz praktisch. Und hier drauf falte ich jetzt immer meine ganz oder unsere Wäsche. Dann lasse ich die erstmal liegen. Das ist das, was aufgehangen wird im Kleiderschrank. Und dann sammle ich immer. Das ist jetzt alles gewaschen und getrocknet. Und das falte ich jetzt auch. Und dann werde ich das auch da drauflegen. Alles ausmachen. Ich glaube, sonst hört ihr mich gar nicht. Wo ist denn die Fernbedienung? Hier. Wenigstens den Ton ausmachen. Oh, Moment, das Baby tritt gerade ganz enorm. Boah, ich habe jetzt Sport gemacht. Also ein bisschen habt ihr ja gesehen. Ich habe halt die Sachen ausgeräumt, im HWR ins Regal eingeräumt. Ich habe die Wäsche gefalten. Dann habe ich eine große Runde mit Miss Murphy gemacht. Da war ich eine Dreiviertelstunde unterwegs. Obwohl ich das mittlerweile schon immer aufteile, dass ich ja, mittags eine große Runde mache, also ich mal eine halbe, dreiviertel Stunde und nachmittags auch nochmal, dass ich das nicht mehr so auf einmal laufe, weil ich merke, so wenn ich eine Stunde laufe, dann fängt das an mit diesen Übungswehen und deswegen nach einer dreiviertel Stunde möchte ich so ungefähr wieder zu Hause sein, also wenn ich halt alleine unterwegs bin, weil dann bin ich nachher da irgendwo in den Feldern, irgendwo im Nirgendwo und wenn was ist, fühle ich mich einfach wohler, wenn ich diese Runde so aufteile.
Ja, und dann bin ich wiedergekommen, habe einen großen Schluck Wasser getrunken und räume jetzt den Wintergarten auf. Denn der Wintergarten ist immer noch so unser Schandfleck. Der ist ja auch noch nicht renoviert. Das sieht ziemlich wüst aus. Ihr fragt immer, ob ihr den sehen dürft. Der ist halt echt nicht schön. Da steht alles voll noch. Und immer, ich räume immer auf zwischendurch, verteile das in der Wohnung. Und dann kommt wieder Neues. Jetzt haben wir zum Beispiel vorgestern, haben wir bei Thomas Phillips dieses ganze, die Kohlezeugs da geholt, ne? Diese Briketts. Ja, und die stehen jetzt erstmal, steht erstmal im Wintergarten. Dann haben wir Holz geholt, steht erstmal im Wintergarten. Dann haben wir dies geholt, steht erstmal im Wintergarten. So wie jetzt diese Konserven, die Bernd gestern aus dem Lager geholt hat, die standen jetzt auch, zwei Kisten im Wintergarten, die habe ich jetzt verräumt. Und ich glaube, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis das alles so aufhört, dass nicht immer ständig neue Sachen dahin geräumt werden. Wir hatten, als wir Umzug hatten, hatten wir da so unseren Pausenraum, also halt Tische aufgestellt, dass man sich auch mal hinsetzen konnte und was essen konnte, als es hier renoviert wurde. Jetzt sind die beiden Tische schon mal weg. Ich hatte gerade einen, also abgeräumt, der stand natürlich voll mit allem möglichen Gebimsel, was überall so, ach, eben auf dem Tisch, eben auf dem Tisch. Den habe ich jetzt abgeräumt, alles verteilt, dann habe ich den in HWR, also abgebaut, im HWR wieder aufgebaut. Das ist nur so ein kleiner IKEA-Schreibtisch, wo man so die Tischfüße abdrehen kann. Den will ich mal zeigen. Ich zeige euch den Tisch. Licht anmachen. Tada, da ist ja der Tisch. Da so ein kleiner. Dann habe ich die wieder angedreht, die Tischbeine. Und ja, da habe ich jetzt alles freigeräumt, wo die Wäsche war. Die ist jetzt hier. Da. Das darf der Bernd dann nachher nach oben tragen. Dann kann ich die Wäsche morgen wieder einräumen. Ja, und so, ne, geht alles immer ganz langsam. Ich sag euch, wenn ich nicht schwanger wäre, wäre alles schon fertig. Jetzt habe ich gerade mit Bernd telefoniert, der hat gesagt, setz dich hin oder leg die Füße hoch, leg dich hin, ruh dich aus. Mache ich jetzt. Rede mit euch. Ja, und dann mache ich gleich noch ein kleines bisschen weiter. Ja, ich bin auch total schnell außer Atem. Ich merke das, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Also so richtig tief am Atmen wie so ein Walross komme ich mir dann vor. Fürchterlich, so kurzatmig und müde. Müde, müde, müde. Du bist auch müde, ne? War das schön? Wollen wir schön in den Felder spazieren? Ja? Oh, gib mir mal Liebe. Gib mir mal Liebe. Ja. Hast du andere Hunde getroffen, ne? Ja. Ja. Juckt's? Ja. Juckt's? Ja. Smurfy habe ich gerade seine Kiste wieder versucht aufzubauen. Ist das fein? Ich habe die sauber gemacht. Und seine Decken da rein. Und wollte jetzt so ausprobieren, wie ich die am besten hinstelle. Hier so unter die Treppe, habe ich gedacht. Weil er braucht ja auch einen Platz, wo er wirklich seine Ruhe hat. Vor allem, wenn das Baby da ist. Dass er weiß, da drin, unter der Treppe, hat er seine Ruhe. Da darf das Baby dann, wenn es irgendwann mobil wird, auch nicht hin. Ja, und er rastet aus. Er freut sich. Ich bin gar nicht dazu gekommen, die richtig einzurichten. Ja, soll er. Er hat Spaß. Ja, hinstellen können wir die immer noch richtig. Ist das fein? Ist das fein, deine Kiste? Ja? Smurfy, geh mal ab auf deinen Platz. Oh, super. Fein. Warte. Kriegst du ein Lecker, ne? Ja. Warte, ich muss eben ein Leckerchen holen.
gucken, ob du da bleibst. So. Warte. Gehst du ab auf deinen Platz? Ab auf deinen Platz. So ist fein. Warte. Ja, das müssen wir wohl noch ein bisschen üben wieder, aber egal. Er hat sich gefreut. Ja, so. Das ist doch die Hauptsache. So, okidoki. Was mache ich jetzt? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir hatten heute Falafeltasche. Hier, der Bernd hatte so Dönerbrötchen geholt. Pommes und das sind noch so Chili Cheese Nuggets. Und hier ist noch ein Stück Falafel übrig. Ja, das war sehr, sehr lecker. Er sagt, er ist wichtiger als Fußball. Das musst du ihm beweisen. Wie er die Lefzen so hängen hat. Das genießt er richtig. Komm mit Käse reinmachen, sagt er. Das geht beim Torwart los. Mal schnupper mal eine Runde. Hier sehen Sie das Falafel für das Theater-EM aus den Gründen dann stattfindet. Gehe ich mal hier hin, sonst ist der Fernseher zu laut. Ich wollte nämlich das Video nur noch beenden. Es ist 9 Uhr und Schlafenszeit. Würde ich sagen, nein, Bernd guckt Fußball. Und ich werde jetzt die Zeit nutzen und das Video schon mal schneiden. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.